Hallo, Brandner Sepp fragt, was ist adäquates Orgelspiel in der Adventszeit? Er fragt konkret nach Ein- und Auszug, nach der Kommunion und der Gemeindebegleitung. Nun, auch wenn es dazu keine Standardantwort erst einmal gibt, gibt es trotzdem sehr wohl Texte, die sich dazu äußern. Zum Beispiel an erster Stelle die GORM, die Grundordnung des römischen Messbuchs, die seit 2007 draußen ist. Und in der gibt es einen Paragraphen oder einen Abschnitt, das ist der Abschnitt 313, und der befasst sich mit der Orgel. Und im zweiten Absatz heißt es da Folgendes: Im Advent sind die Orgel und andere Musikinstrumente mit jener Zurückhaltung einzusetzen, die dem Charakter dieser Zeit entspricht, sodass die volle Freude über die Geburt des Herrn nicht vorweggenommen wird. Also es bezieht sich nicht auf die Orgel, sondern oder nicht nur auf die Orgel, sondern auf alle Instrumente. Und es geht um jene Zurückhaltung, die dem Charakter dieser Zeit entspricht. Das ist natürlich ein bisschen schwammig, vor allem wenn man dann rausguckt auf die Weihnachtsmärkte und in die Medien. Die betreiben ja alle das glatte Gegenteil zu dem, was die Kirche so für diese Fastenzeit, man kann es nicht oft genug sagen, vorsieht. Von daher schwierig. Konkreter wird das Ganze in der österlichen Bußzeit, denn dazu äußert sich die GORM schon deutlich dezidierter, nämlich in der österlichen Bußzeit ist das Spiel der Orgel und anderer Instrumente nur zur Begleitung des Gesangs erlaubt. Ausgenommen sind jedoch der Sonntag Laetare, vierter Fastensonntag, Hochfeste und Feste. Also, Spieß rumgedreht heißt, außerhalb der Lieder wird nichts gespielt, kein Einzug, keine Kommunion, kein Auszug. Nun ist es in der Adventszeit ja durchaus, wie gesagt, nicht so rigide formuliert. Und von daher kann ich jetzt nur sagen, was ich in der Praxis mache. Ich halte es immer so, dass ich einen gedämpften, bedeckten Einzug spiele, zur Kommunion ebenfalls und zum Auszug auch ruhig meditativ. Das kann durchaus auch mal eine Solo-Oboe oder was enthalten, also so Thesen wie, es gibt ein Vierfußverbot für die Organisten oder ein Zungenregisterverbot, davon halte ich nichts. Abgesehen davon, dass natürlich bei mir, also gerade Halleluja und Sanctus, natürlich weiterhin mit einer entsprechenden Feierlichkeit auch gespielt werden. Aber gerade für Einzug, Auszug und Kommunion bin ich da durchaus bedeckter. Lass auch ein bisschen mehr Luft. Es kann sein, dass es zum Beispiel schon klingelt und dann laufen die erstmal ein bisschen rein und dann fange ich erst leise an. Also da gibt es durchaus Abstufungsmöglichkeiten. Da muss man dann auch vielleicht nicht, wie es oft in der Praxis geschieht, bei der Kommunion komplett bis zum Danklied nudeln. Ja, dann könnte man auch hier nochmal ein paar Akzente setzen. Andere Möglichkeiten wären etwa die Vorspiele mal ein bisschen schlichter zu gestalten. Vielleicht mal einfach nur dreistimmig, ist eine ganz interessante Herausforderung, weil man das eigentlich viel zu selten macht. Und da eben eine entsprechende Schlichtheit reinzubringen, die dann eben auch wieder ermöglicht, wenn man das Ziel erreicht hat und die Christmette spielt, entsprechend dann auch wieder Stoff zu geben. Ja, so viel dazu. Ansonsten Beispiele aus der Praxis gibt es in meinem Kanal massenweise. Vielleicht kann ich ja mal so hier und da oder keine Ahnung, ein bisschen was verlinken. Dankeschön. Na, geh aus.